Tja, heute reden wir über die uns treuesten Begleiter in Videospielen, nämlich NPCs. Diese sind mal mehr und mal weniger gut designt und hierbei kommt schon die große Frage. Was genau macht einen guten NPC aus und worauf achten Game Designer, wenn sie NPCs entwerfen? Hierfür gibt es aus der Wissenschaft insgesamt 7 Design Guidelines und die will ich dir anhand den einprägsamsten NPC-Videospielen der gesamten Videospiel-Ära vorstellen. Also bleib dran! Beim Design fängt alles beim Aussehen an. Als Spieler ist das erste, was man von seinem NPC sieht, äußere Merkmale. Und genau diese sind entscheidend, wie wir unseren Begleiter infolgedessen wahrnehmen und wie wir ihn auf seine Fähigkeiten hin bewerten. Meistens ist es sowas wie Geschlecht, Alter, Ethnie, Verhalten und meistens handelt es sich bei den NPCs auch um Menschen. Doch es müssen auch nicht immer Menschen sein, wie uns zum Beispiel Navi aus Zelda Ocarina of Time zeigt. Häufig sind sie es aber, wie zum Beispiel Cass und Ocelot aus Metal Gear Solid 5, mit denen wir per Funk verbunden sind, oder sogar das sogenannte Bridge Baby aus Death Stranding, das die Fähigkeit hat, eine Verbindung zwischen Leben und Tod, für in dem Fall Sam, herzustellen. Doch interessant ist, dass wir unsere KI-Begleiter nicht immer unbedingt sehen müssen, damit sie da sind. Man denke an Cortana aus der Halo-Serie, eine künstliche Intelligenz, die uns während dem Gameplay unterstützt, oder auch Aiden aus Beyond Two Souls. Wir sehen ihn nicht, aber wissen, dass er da ist. Er ist mit Joely die ganze Zeit verbunden. Und kommt es zur Trennung, führt dies bei Joely zu übermäßigen Schmerzen und Desorientierung. Unsere KI-Begleiter müssen also nicht immer sichtbar sein, um tatsächlich da zu sein. Und sie können endlose Formen annehmen. Um sie aber als wirklich präsent zu erleben, ist die nächste Eigenschaft ein unabdingbares Attribut, nämlich das Empfindungsvermögen. Das Empfindungsvermögen von NPCs bezieht sich auf 3 Fähigkeiten, nämlich Ereignisse aus der Umwelt wahrzunehmen und diese zu verstehen, emotional intelligent auf Gefühle zu reagieren und soziale Beziehungen aufzubauen. Kommen wir zur ersten Fähigkeit, nämlich Dinge oder die Umgebung wahrnehmen, verstehen und fühlen zu können. Vermittelt wird uns das Gefühl, indem der NPC adäquat auf Ereignisse reagiert. Nehmen wir als Beispiel Atreus aus God of War. Sobald er nämlich von Feinden gepackt wird, ruft er hier nach Hilfe und signalisiert, dass er die Gefahrenlage erkannt hat. Und Plötze aus The Witcher 3 rennt weg, sobald eine Gefahrensituation zustande kommt. Alleine diese in-game emotionsgerechte Reaktion kann die Bindung zwischen Spieler und Begleiter stärken und diese nochmal glaubwürdiger machen als ohnehin schon. Doch wie zum Henker setzen nun Designer den zweiten Punkt um, nämlich die emotionale Intelligenz. Ingame-Lösungen sind hierbei gar nicht so einfach, weshalb Designer häufig auf Zwischensequenzen setzen, um die Emotionalität der NPCs deutlich zu machen. Um besonders authentisch zu wirken, setzen Designer auf Motion Capturing, was die emotionale Vielfalt und Glaubwürdigkeit erhöht. Soziale Beziehungen sind ebenfalls ein entscheidendes Merkmal von Begleitern. Denkt einfach mal an Mifa aus Zelda Breath of the Wild. Schnell wird klar, wie sehr sie in Link verliebt ist, was die Dynamik im Spiel zunehmend prägt. Oder auch Leonardo da Vinci aus Assassin's Creed 2, der uns ein Freund in einer Welt ist, in der wir von fast allen, die wir für Freunde hielten, verraten und verlassen werden. Derart soziale Beziehungen bauen sich im Spiel meist geskriptet und stetig auf, sodass wir im Grunde keinen Einfluss darauf mehr haben. Manchmal sind es aber auch die unscheinbaren Momente, in denen wir soziale Beziehungen stärken können. Zum Beispiel dann, wenn wir unsere tierischen Begleiter streicheln können, oder die Möglichkeit haben, sie zu umarmen. Doch bleiben wir zumindest noch im Ansatz beim Thema soziale Beziehungen. Denn eins ist klar, ein guter NPC braucht eine gute Persönlichkeit. Allerdings, wie baut man diese auf? Nun ja, zunächst braucht ein Begleiter auffällige Eigenschaften, denen wir in Interaktionen begegnen. Ellie aus Last of Us macht es vor. Die häufig überschwängliche und oft neugierige Ellie bringt mit ihrem Verhalten den älteren, ernsten und vorsichtigen Joel oft aus dem Konzept. Auch Leonardo aus Assassin's Creed 2 besticht mit seiner hohen Intelligenz. Gleichzeitig ist er jedoch auch oft hibbelig und ungeschickt, was im krassen Kontrast zu seinem Genie steht, ihn aber umso liebenswerter machen. Persönlichkeitseigenschaften alleine reichen jedoch noch nicht ganz aus. Wir müssen über die Ziele des NPCs Bescheid wissen, um diesen auch ernst nehmen zu können. Game Designer wollen also, dass wir verstehen, warum uns dieser NPC überhaupt begleitet.
Oft setzen Designer auf wiederkehrende Szenarien, um Ziele zu etablieren. Dabei kann es die Flucht aus Gefahren sein, das Besiegen von Bedrohungen oder unseren KI-Begleiter zu beschützen. Weniger häufig ist dabei die Variante, dass das Hauptziel sein könnte, dass der KI-Begleiter uns helfen könnte oder uns beschützen würde. Okay, unser KI-Begleiter, unser geliebter NPC hat also sowas wie eine Persönlichkeit und Ziele, aber irgendwas fehlt noch, damit er vollständig ist, und das ist die Background-Story. Am Beispiel von A Way Out wird klar, dass die Hintergrundgeschichte zu Beginn nicht immer klar sein muss, sondern es als Spieler interessant ist, sie Schritt für Schritt zu entdecken. Dies gelingt zum Beispiel durch die Begegnung des Begleiters mit alten Bekannten oder wenn dieser in seine Heimat kommt. Oft ergeben sich sogar in späteren Verlauf Parallelen und Verwobenheiten zwischen den beiden. Und manchmal erfährt man aber auch nichts, was zum Ziel hat, den Charakter geheimnisvoll zu halten. Machen wir es für den vierten Punkt kurz. Ein NPC muss für das Videospiel relevant sein. Und zwar entweder für die Story, für die Spielmechanik oder beides. Wie Ellie aus Last of Us muss unser NPC ein integraler Bestandteil für die Videospielgeschichte sein und diese letztendlich bedeutsam aufwerten. Ist das nicht der Fall, muss der NPC zumindest irgendeinen Nutzen haben. Wie zum Beispiel Atreus aus God of War, der Pfeile auf Gegner feuert, oder Dogmeat aus Fallout 3, der mit seinem Knurren vor Feinden warnt. Selbst Pferdebegleiter, wie zum Beispiel in The Witcher 3 oder Red Dead Redemption, haben Lager- und Transportmöglichkeiten, die sie als Begleiter unverzichtbar machen. Und ob ein Game Begleiter für die Story-Relevanz geschaffen hat, könnt ihr an einem einfachen Merkmal der Spielmechanik festmachen. Oft werden Fehler von ihnen nämlich vom System ignoriert. Zum Beispiel rennen die NPCs in das Sichtfeld der Feinde, ohne den erwarteten Alarm auszulösen. So, und das waren nun die ersten vier Designprinzipien für ein gutes NPC-Design. Im nächsten Video befassen wir uns mit den restlichen Designprinzipien, die mit am bedeutsamsten sein könnten. Wenn du wissen willst, welche das sind, vergiss also nicht, den Channel zu abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. So, und jetzt bist du dran. Welches Spiel hat für dich den besten oder sogar den dümmsten KI-Begleiter? Und was macht für dich den perfekten NPC aus? Schreib mir das doch mal unten in die Kommentare. So, und das war's an dieser Stelle von mir. Wenn du jetzt noch erfahren willst, wie Videospieldesigner an anderen Aspekten unsere Psyche manipulieren, dann kann ich dir dieses Video nur wärmstens empfehlen. Vergiss dabei auch nicht, den Abo-Knopf zu drücken und den Like-Button zu penetrieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, mach's gut, hau rein und tschüss.